Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Wir machen heute weiter mit der nächsten Mission und die da heißt, ja, wir sollen Fillerhead Yokka, oder wie er ausgesprochen wird, erledigen. Das machen wir auch jetzt. So gucken wir den jetzt irgendwie so an, auf Anhieb kriegen. Kriege ich den da oben weg? Das wäre schön, bitte. So. Scheiße. So, den haben wir erledigt. Ich bin froh, dass ich den gerade weg habe. Ich wollte eigentlich den Zeugen dahinter noch holen. Ja, das ging aber schnell. So, den haben wir erledigt. Warte mal. Ich muss mal gerade ganz kurz eben... Gesundheit holen. Ich hoffe, dass ich das hier kann, ohne Probleme. Scheiße. Die Kohle nehmen wir mit, der Rude, $48. Einmal kurz die Kasse mitgehen lassen. Und der Typ ist weg. So, den zweiten Schläger müssen wir auch noch ausschalten. Das ist der da oben. Ich hoffe, dass der genauso einfach sein wird. Aber der hat jetzt mal eben $6.100 gerade runtergebracht. Oh, das könnte klappen. Das fertig. Könnte klappen. Wir müssen den noch wegnehmen und der auf jeden Fall nochmal 6.000 bringt. Hätten wir nur. Dann fehlt es nicht mehr so viel. Dann könnte man tatsächlich schon nach dem nächsten Teil irgendwann, beziehungsweise vielleicht sogar schon in der nächsten Folge, die Fleischfabrik holen und dann können wir den Oberboss holen. Was sogar super wäre. Ja, ich glaube nicht, dass wir diese Folge alles hinkriegen. Das wäre krass. Aber wer weiß, wie viel. Wenn wir so einfach da hin, weil so einfach da drankommen würden. Ich muss ja nur gute Sicht haben auf den. Scheiße. So, den. Jetzt verschwinden wir mal hier wieder. Und wir haben den zweiten von Schrecker geholt, eben kurz. So, der nächste. Der ist da. Oh, das wäre krass. Das wäre wirklich krass, wenn wir den komplette. Wenn wir das wirklich heute komplett in einer Folge packen. Mit ein bisschen Glück können wir das tatsächlich hinkriegen. Mit ein bisschen Glück, weil wir sind jetzt relativ schnell schon bei den beiden Vollstreckern weg. So, warte mal. Ich brauche jetzt ein bisschen. Also das sind ja unsere Ecke hier, ne? Krieg ich das da hin? Ne, krieg ich nicht hin. Da komme ich nicht rein, ne? Wie muss ich denn da jetzt hoch?
Kreuzfeuer in Point Verdun wäre gut. Gut, dann helfen wir mal. Wir kommen gleich rüber. Dann helfen wir den mal. Tür ist offen. Die kommen jetzt wahrscheinlich durch. Die machen jetzt gerade hier mal kurz im Alarm. So, nehmen wir die mit. Während die da jetzt schon rumballern, mache ich mal kurz eben hier. So. Die Kohle liegt einfach hier rum. Okay, der hängt ja auch noch rum. Ich will die Kohle. Ich will die Waffe nicht haben. So. Die Frage ist, wo komme ich denn jetzt hoch? Ja, dann geht. Wo komme ich denn da jetzt hoch? Warte mal. Außenrum oder was? Ne, ich komme nicht da hoch, ne? Scheiße. Kurz hier nehmen wir mit. Ich habe ja noch 5000, ne? Also ich kann ja locker nochmal den Schläger drüber ansetzen. Und die Notiz. Ich habe gerade so einen humpelnden Arsch von Burke gesehen, wie er über den Bürgersteig wankte. Die ganze Hose vorne voll gepisst. Ich weiß, Mr. Barbieri sagt, wir dürfen den irischen Penner nicht anrühren, aber ich möchte nichts lieber, als ihn mit einem Baseballschläger auch das andere Bein zu zertrümmern und ihn zum Vollkrüppel zu machen. Ja, sehr nett. So. Wo liegt denn die andere Kohle noch rum? Die müsste ja auch hier irgendwo liegen, oder? Warte mal. Wo liegt die denn rum? Ich meine, die liegt ja immer noch Geld. Zack, zack, zack. $250 auch wieder weg. Da müsste noch mal Geld irgendwo liegen. Also, wo haben die Kohle überhaupt versteckt die ganze Zeit? So. Kommen wir denn da jetzt hoch? Es muss ja irgendwo eine Möglichkeit geben, hier hochzukommen. Beim Blut ist ja schon irgendwo vorbeigerannt. Hier ist noch Munition, das ist immer gut, dann nehmen wir mit. So, sichere Weste halten, das ist auch immer wichtig. Rein und hoch. Weil das Gebiet haben wir jetzt gerade aus. Ist komplett weg. Das ist hier nur eine Straße. So eine Straße rum, oder? Ja. So, aber irgendwo. Also, Feinde haben wir jetzt keine mehr. Das sollte eigentlich jetzt klar sein. Das heißt, ich habe wieder 6000. Ich kann also wieder, wenn ich brauche, 2 Schlägertrupps senden. Das mache ich auch beim Boss dann irgendwann. Ja, wenn wir wirklich Glück haben, kriegen wir heute tatsächlich komplett alles hin. Aber die Frage ist, wie komme ich jetzt hier hoch? Ja, super. Es muss doch irgendwo hier eine Treppe hochgeben, oder? Hier sind wir ja rein. Keine fucking Treppe hoch. Ne, hier komme ich nicht hoch. Das ist das Problem. Wo komme ich denn da hoch? Wie komme ich denn da hoch? Wie müsste ich. In die Büros oben, warte mal. Da hinten. Das war der Plan.
kann auch nicht, wie gesagt, So, hier ist noch ein Erste-Hilfe-Set. Hier war das mit. Und dann retten wir den Typen. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht auf Feinde noch treffen. Ah, hier. Okay. Du stellst hier rum. Ich brauche deinen Kohle. Machen wir die Kohle erstmal hier. Wer zum Henker bist du? Hilfe. Ich rette dir den Arsch, du kleiner Hühnerdieb. Also los jetzt. Oh, dann haben wir das auch. Boah, das wäre krass. Das wäre einfach mega krass. Schaut, so mal reicht. Ich nehme mir die Kohle mal mit, komplett. Weil, ich kann sie immer gebrauchen. Hier ist noch ein Erste-Hilfe-Kosten. Wer weiß, wofür es gut ist. So, hier liegt noch Kohle. Hier ist auch noch ein Bild. Ich glaube, das könnte tatsächlich das letzte Bild, was das fehlt, dann von... Ja. Dann haben wir die jetzt auch alle weg. Zack, zack, zack. Hier liegt noch ein ordentlicher Stapel Geld. Hier liegt noch ein ordentlicher Stapel Geld. Hier hinten liegen nochmal drei Bündel. Und zwar nochmal wieder gute Kohle. Ja, 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 ja. Alles gut. Ich beeile mich gerade. Und dann brauchen wir das letzte Ding nicht noch machen. So, ich glaube, ich habe dann auch alles. So. Dann müssen wir jetzt wieder raus aus dem Puff. Beziehungsweise aus dem Laden hier. Halt, hier liegt doch Geld. Zack. Ja, so schwierig ist es reinzukommen, bis man wieder rauskommt jetzt. Aber ich glaube, das ist richtig hier lang. Oder? Ja. Okay. Hier dürfen aber auch keine Feinde mehr rumrennen. Also unser kleines Aufräumkommando hat tatsächlich... Oh, hier Geld. Unser kleines Aufräumkommando hat tatsächlich mal kurz saubere Arbeit geleistet, hier alles an Feinden rausgeholt. Das ist wichtig. Wisst ihr was, liebe Leute, wir machen das jetzt komplett einmal. Wenn ich jetzt dabei bin einmal, dann machen wir halt eine etwas längere Folge heute. Das ist jetzt doof. Gibt es hier keine Hauptwerkausgabe? Doch, ich war doch hier draußen. Klar. So, einmal kurz die Links mitnehmen. So. Warte mal, ich hoffe, dass wir dazu zwei brauchen. Oder eine. Ja, wir brauchen mehr. Ja, okay. Der eine Plan war anders. So. Genau. Dann gehen wir jetzt zu. Ja, ist der Weg schon markiert. Das ist gut. Die Rede mit Bier Donnelly. Und wenn wir Glück haben, haben wir gleich schon in dieser Folge hier den kompletten alles abgearbeitet. Boah, das ist krass, ey. Aber wir kommen auch einfach perfekt durch. Und wie gesagt, die zwei, die waren jetzt ja tatsächlich nicht so schwierig tatsächlich, weil die auch von der Straße relativ easy zu erreichen waren. Der eine, der war ja direkt von der Straße wegzusnacken, da haben wir uns verpisst direkt. Und der zweite, der stand ja auch nur so blöd in der Gegend rum. Also die waren ja gut, waren bewacht, ja, mein Gott. Aber. Keiner zahlt mehr an Sonny Blue. Hat ihn beim Schlachter. So, Andi. Sonny ist wieder drüben bei Robert O. Drückt sich in letzter Zeit ganz besonders blumig aus. Der Schlachter war wohl nicht gerade begeistert, dass Sunnys schmierige Geldgeschäfte gestört worden sind. Genau. Und die Kacke ist echt am Dampfen. Sunny ist entschlossen, alles wieder ins Lot zu bringen. Dass seine Leute mehr Schiss vor ihm haben als vor dir. Wir werden sehen. Bleib an der Cover, bis es vorbei ist, okay? Sunny ist wohl etwas angepisst über so einen farbigen Kerl, der seine Geschäfte stört. Ist sogar den ganzen Weg runter zur Fleischfabrik, um auf ihn zu warten. So. Konfrontiere
Nee, konfrontiere, so ist richtig. Sonny Blue. Das, nichts lieber als das. Wenn jetzt die Kopf sich wieder dazwischen gefunkt. Nein, tun sie diesmal nicht. Wunderbar. Ja, ich mache es gleich wieder mit dem Schlägertrupp. Wir haben ja wieder ein bisschen Kohle auf der Tasche. In den letzten Folgen lief es ja wunderbar. Ich hoffe, dass wir es jetzt hinkriegen. Aber oh, das wäre cool, wenn wir jetzt den Kollegen weghauen. Warte mal, wie hieß der eine? Wer ist denn Unterboss? Roman der Schlachter. Ah, das ist der schon, ne? Roman der Schlachter, ja. Wenn wir den jetzt haben, haben wir den dritten Unterboss weggeholt. Also Unterboss. So, hier waren wir ja schon mal. Kennen wir ja noch. Das heißt, wir werden wieder ein Aufräumkommando aufrufen. Kreuzfeuer in Point Verdun wäre gut. Muss nicht weiterreden. Bin schon unterwegs. Jetzt holen wir uns unsere Freunde und dann räumen wir auf. Da sind sie schon. Zack, zack, zack. Vier Mann. Ne, drei Mann sind's. Dann auf geht's. Cowboys. Ich hab ihn entdeckt. Verpiss dich. Danke, das war wichtig. Ich mach dich fix und alle. Der Pizza. Ja, wunderbar. Das war verdammt gewieft, das sag ich euch. So. Ihr kriegt noch was zu tun, weil nämlich noch Verstärkung rauskommt gerade. Chillt hier auch noch rum. Wunderbar, dass du noch droppst. So, dann hole ich mir jetzt noch den Boss. Zack. Oh, das ist krass. Das ist abartig krass, wie viel wir haben. Dass wir den einfach mal kurz... Achso, ja. Das hatten wir schon eben in der... Ne? Ich wollte sagen, eben in der Folge, aber das hatten wir nicht in der Folge. Das hatten wir in dieser Folge tatsächlich. Die Notiz. So, nehmen wir lieber die Kohle mit, weil die brauchen wir auf jeden Fall auch. Das ist eine. Nichts von dir. So. Oh, da. Auf die andere Seite! Hat der Schild da oben immer noch? Der Wichser muss nachladen! Zeit! Den Rest kriege ich noch alleine hin. Tot. Und da ist dein Boss. Willst du eine Zugabe? Kein Fluchtweg, stecke fest. Ah, du Kleiner. Leck mich.
Weißt du, was der Schlachter mir antun wird? Hättet euch besser nicht mit Irish Point angelegt. Und gute Nacht. Schutzgelderpressung gesichert. Perk zu weisen. Der Schlachthof ist sauber. Schick deine Leute. Hey, kümmert euch nicht um die Leichen. Meine Jungs wissen, was sie damit machen müssen. Auch schöne Alligatoren. Alles vorbereitet. Der Schlachter ist unterwegs. Zeit, den tollwütigen Hund zu erschießen. So, Kohle hätten wir ja genug, dass wir wieder einen Schlägertrupp senden können. Aber das hilft doch ungemein auf jeden Fall, dass man das nicht alles alleine macht. Gut, jetzt ein paar. Sind das unsere Leute oder sind das deren Leute? Einfach nach. Also wahrscheinlich unsere Leute. Wunderbar. So, Story-Auftrag freigeschaltet, erledige den. Die Frage ist, wie viel sind das jetzt an Gegnern? Da komm, wisst ihr, was wir machen, den komplett. Oder was machen wir den komplett? Machen wir den komplett mal diese Folge noch? Einen Gefallen bekommen, wunderbar. Wir brauchen keine Kohle dafür investieren. Das heißt, wir räumen auf jeden Fall mit dem. Ja, komm, wisst ihr was, wir machen es komplett. Ja, das dauert dann jetzt vielleicht höchstens 10 Minuten oder so, vielleicht noch 5 Minuten. Erledige den Schlachter. Das ist unsere nächste Aufgabe. Das Gute ist, wir haben einen Gefallen bekommen. Das heißt, ich habe noch 2 bis 3 kleine Aufräumkommando unterwegs. Also 2 kriege ich auf jeden Fall. Ja, und haben wir das wirklich auf die Reihe bekommen. Tatsächlich würde ich jetzt doch hier die Folge abbrechen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann holen wir uns den Schlachter. Wer weiß, wie viel das jetzt noch ist.